So, Leute, noch mal ganz was Kurzes. Ich hatte gerade eine schöne Runde Vermont. Sie hat auch nicht besonders lange gedauert, das ganze Gefecht. Wir haben um 13.34 Uhr gestartet. Und wir haben geendet. Steht das hier irgendwo? Irgendwo stand das oder nicht? Steht das nicht irgendwo? Ne, steht hier nicht mehr. Schreiben Sie extra nicht mehr dazu, wenn solche Abschlachtrunden dabei sind. Dafür, dass das ganze Wochenende... Na hier doch, 13.34. 6 Minuten 46 hat es gedauert. Ich habe auf einer Venezia satte 50.000 mit einer Salve gemacht. Und dann war die Venezia komplett weg fast. Fast. Ne? Ich habe auf einer Zara noch 21 gemacht und auf einer Rhone auch noch 3.150. Das haben andere erledigt. Und wenn wir uns mal kurz die Teamwertung angucken, es sind noch 4 Schiffe übrig geblieben, die nichts erreicht haben im Endeffekt gegen uns. Unser schlechtester 777, ihr bester hat 515. Das heißt, man kann mir also eigentlich nicht erzählen, dass das ein starkes Team gewesen ist, aber 53,9. Okay. Ne? So. Weil jetzt bei uns angucken, ich bin gerade mal auf Platz 4, aber ein 8er ist auf Platz 1 mit 4. Okay. Ohne Worte, 64% ist echt hammerhart. 60%, okay. Gut. Ja gut, dass die Guten natürlich auch oben stehen, ist natürlich auch klar. Aber dann kommt er, der sehr ähnlich mir ist. Ja, mal gucken, ich weiß es gar nicht mehr. Warum kann ich mir mein eigenes Profil hier nicht angucken? Geht nicht. Okay. Ist auch total bescheuert, aber egal. Na, sind überall starke und schwache Spieler dabei. Na, das ist... Es macht aber trotzdem die Mischung, glaube ich, einfach. Es macht die Mischung, wo du stehst, wie du stehst, wann du stehst, wie du dich bewegst. Und ja, natürlich, ich meine, jemand, der eine... Warte mal, was haben wir gesagt? Halt. Was haben wir jetzt eben gesagt? Die Venezia hat 48,04, ist sogar noch ein Tick besser als ich. Aber... Stehst du halt komplett quer zu einer Dings, hast du eben halt überhaupt keine Chance zu einer Vermont mit so einem weichen Schiff. Dann ballern dir 12 Schuss aus 457er Geschützen in die Seite. Das können wir auch nochmal eben gucken, wie viele Treffer hatte ich denn eigentlich damit? Ausführlicher Bericht ist das. Ich hatte 5 Treffer und die 5 Treffer haben jeweils 10.000, roundabout 10.000 Schaden gemacht. Hammer, oder? Hier hatte ich 4 Treffer, die 21 gemacht haben. Hier hatte ich 2, die nur 3.150 gemacht haben. Da habe ich wahrscheinlich nur irgendjemanden am Kopf getroffen. Na, zu mir bin ich gar nicht gekommen in den 6 Minuten. Ne? Also, es liegt an vielen, aber definitiv nicht an den Prozentzahlen, wann wer gewinnt. Absolut nicht. Diese Behauptung halte ich ja schon immer für Gerücht. Okay, die müssen wir auch noch arbeiten. Achso, wir haben gar nicht geguckt. Geplänkel haben gewonnen, oder? Nice! Mit Platz 1 in der Gruppe. Boah! Da müssen wir auch gleich mal das Lob abholen, würde ich sagen. Don't be surprised to see the number of... Okay, er schmeißt Leute raus. Okay. Jo, kann ich aber auch nachvollziehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Wieder wie beide, die wieder 16 Tage nicht da waren.
Da müssen wir uns nicht, sehe ich genauso. Also ist 30 Tage dabei und 16 Tage davon nicht da. Na? 51 und 13 Tage nicht da, 26 und 11 Tage nicht da. Solche Leute braucht man nicht. Definitiv nicht. Klar, dass sich jeder jeden Tag spielen kann und klar, dass auch jeder mal in Urlaub fährt. Alles logisch, ne? Aber manche Dinge funktionieren einfach nicht. Da hat er schon nicht ganz unrecht. Ja, wollte ich euch nur mal so zeigen. Ich hätte jetzt den Dings noch, aber ich habe jetzt keine besonders große Lust gerade, das aufzuzeichnen aus dem Replay. Ich danke euch halt herzlich und sage Tschüss.